Das ist John Tucker. Er ist der coolste Typ der Schule und Kapitän des Basketballteams. Alle Jungs wollen so sein wie er. Alle Mädchen wollen mit ihm zusammen sein. Wenn ihr glaubt, ihr kennt auch einen John Tucker, dann macht mit beim John Tucker Dating Quiz. Erste Frage. Ich gehe mit John Tucker. Er gehört mir, Finger weg von ihm. Ach ja? Ich gehe mit John Tucker. Wenn du merkst, dass dein Freund sich mit einer anderen Freundin trifft, solltest du in Ruhe darüber reden. Eine Runde heulen. Reden und heulen abhaken und Taten sprechen lassen. Dieser Typ betrügt euch alle und ihr macht euch gegenseitig fertig? Ja, so sieht's aus. Nächste Frage. Du bist ein angesagter Typ. Wenn eins der drei Mädchen, mit denen du heimlich gehst, dich zur Rede stellt. So eine Schlampe hat erzählt, sie würde mit dir gehen. Ach echt? Was tust du? Heulen wie ein Baby, so tun, als hättest du einen Anfall, lügen bis zum Abwinken. Du hast dir geglaubt. Ich verstehe einfach nicht, warum Mädchen solche Sachen sagen. Die sind doch nur eifersüchtig auf das, was wir haben. Was? Verzeiht? Natürlich lügst du bis zum Abwinken. Zeiteingang höher zu schalten. Wir haben alle was gemeinsam. Wir alle wollen John Tucker fertig machen. Wenn man mit einem coolen Typen Schluss macht, ist Folgendes zu beachten. Trenn dich endgültig. Trennt euch als gute Freunde. Mach ihn fertig, bis nichts mehr von ihm übrig ist. Also, was habt ihr Mädels vor? Einen Mann fertig machen. Auf wen soll ich den Check ausstellen? Lasst uns weibliche Hormone in seinen Energy Drink mischen. John, John, John! Okay, so langsam wisst ihr, wo es lang geht. Nächste Frage. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich möchte, dass du ihn anziehst. Ich bin gleich bei dir. Um einen guten Eindruck bei deinem ersten Date zu machen, solltest du duschen, Blumen mitbringen, etwas ganz Besonderes anziehen. Also, die sind für Mädels. Machen wir lieber weiter. Jetzt die Bonusfrage. Der Jeep, in dem diese Mädchen sitzen, wurde in welchem Jahr gebaut? 1999, 2002, 2000... Ach, wen kümmert's? Diese Szene ist heiß. Heiliges Jamalama, mach es nochmal bitte. Du hast ja schon wieder diesen Tanga an, Mann. Was denn? Sie sind luftig, sie kneifen nicht und geben dir genau den richtigen Schwung. Rache ist sexy. Hasta la vista, Mother. Yeah.